Herzlich willkommen. Hier ist Nuri Tirith. Vielleicht denken Sie ja auch, dass einige Menschen ihre Vision oder ihren Traum durch Glück oder Zufall erreicht haben. Heute sehen wir immer noch großartige Künstler, die immer noch die Leinwände füllen, wie zum Beispiel Sylvester Stallone. Glauben Sie, dass ihm alles durch Glück und Zufall auf den Schoß gefallen ist, wenn Sie die Lebensbiografie von Sylvester Stallone kennen würden, dann wüssten Sie, mit wie viel Ablehnung und ganzen Problemen er kämpfen müsste, bis dass er bis zu dieser Situation kommen konnte. Er war zu klein und nicht besonders schön und hatte eine schwere Geburt, sodass er aus dem Mutterleib gezogen werden musste. Durch diese komplizierte Geburt hatte er einen Kieferschaden bekommen, was dazu geführt hatte, dass er einen Sprachfehler bekam. Klein, unschön und auch noch ein Sprachfehler, all das, was ein Hauptdarsteller nicht haben durfte. Es vergingen sehr viele Jahre, dass er versucht hatte, seinen Sprachfehler zu verbessern. Die ganzen Jahre besuchte er die unterschiedlichsten Sprachverbesserungskurse, doch sein Sprachfehler blieb. Doch heute ist es so, dass sein Sprachfehler zu seiner Marke geworden ist. Er ist akzeptiert worden, so wie er ist. Ab der Zeit, wo er aufgehört hatte, sich anzupassen. Ja, was soll man dazu sagen? Heute ist er nicht eine Größe im Hollywood, sondern auch Regisseur, Drehbuchautor, sondern auch noch Synchronsprecher. Ab der Zeit, wenn man frei von Blockaden ist, dann ist man frei. Frei von allem und nichts kann einen hindern, dass man seine Ziele erreichen kann. Wenn Sie auch vielleicht denken, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich habe kein Geld und was weiß ich und alles, ja, ich habe keine Ausbildung oder was auch immer, was Sie daran hindert oder blockiert. Ich sage Ihnen nur eine Sache. Nehmen Sie Ihren Glück selbst in die Hand und besuchen Sie mein Webinar. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie es schaffen können,